So, zweiter Versuch, Assassin's Creed heute aufzunehmen. Bin jetzt schon wieder genervt, weil gerade die Karte wieder nicht ging. Da waren wieder sämtliche Icons verschwunden. Und dann wieder jemand nicht in einer Nachricht antworten konnte. Okay, Schnellreise gibt's hierhin noch nicht, das ist doof, aber okay. Muss ich halt hinlaufen. Ja, diese Leute, die nicht in einer Nachricht antworten können, könnte ich echt dieses Mal an die Wand treten. Da hatte ich auch noch Telegram Web jetzt installiert. Wo ist der Aussichtspunkt? Ich halte genau drauf zu. Da habe ich auch noch Telegram Web installiert. Nicht Web, sondern Desktop. Weil Web nicht funktioniert gerade. Warum auch immer. Seit meinem Internetausfall gestern ist das leider so. Ist total ätzend, finde ich. Sowohl mein Internet, als auch, dass das nicht funktioniert. Natürlich kann man so hochklettern. Na, gleich werde ich wieder unterbrochen. Ja. Und Telegram Desktop hat natürlich Benachrichtigungssounds. Was halt echt dumm ist, wenn ich aufnehme, dass dort Sounds abgespielt werden. Web habe ich gemutet. Desktop, das muss ich erstmal suchen. Das hat mir gerade voll die Aufnahme versaut. Ja, und dann das mit der Karte, da ich jetzt mir gesagt, okay, dann fange ich die Aufnahme komplett neu an. Ich meine, ich habe ja nicht lange gespielt, ich habe hier, weiß nicht, eine Minute gespielt oder so, dann ist die Karte schon wieder ausgefallen, also war kein Verlust. Oh nein. Du bleibst mal hier. Wenn mich hier jemand irgendwie angreifen will. Och, Connor, jetzt stell dich nicht so dumm an. Du musst nicht mit der Wand kuscheln. So, Telefon ist aus. Weil ich auf die Scheiße jetzt auch keinen Bock mehr habe. Wo ist denn der Aussichtspunkt? Ist der da oben auf dem Ast? Ach, wie man mich in 2 Minuten so hart anpissen kann, ne? Das ist unglaublich. Ist das da ein Puma? Oh, wait. Ja. Da sind deine Artgenossen dran schuld. So, wo lang muss ich? Ich will jetzt hier nicht irgendwie abspringen. Und dann bringt's am Ende nichts. Aber gut, sieht aus, als müsste ich hier runter. So, und dann reisen wir jetzt mal wieder über die Bäume. Na gut, fast. Das war jetzt auch saudumm. Also, ja, da hat der Level-Designer ein bisschen gepennt. Ich meine, was war denn das jetzt für eine Kacke? Da läufst du erstmal ewig hoch.
Und dann bringt es quasi nichts, weil du dann direkt am Ende wieder runterspringst. Also. Ja, das Leveldesign in AC3 ist halt auch so ein bisschen fragwürdig. So, und gleich muss ich erstmal auch wieder niesen. Auch schön. Entschuldigung. Ich weiß, ich hätte mich auch präventiv muten können, aber dann hätte ich erstmal umgreifen müssen und alles und ach, nee. Da blaste ich euch lieber einmal das Gehör weg. Dann könnt ihr auch nicht mehr reden, was ich hier für einen Scheiß erlabere. Das ist für uns alle am besten, schätze ich. Muss aufpassen, dass ich das nicht mache aus Versehen neben der Wache. Und dann wird er aus Versehen erstmal einer gemessert. Das wäre echt doof. Hallo. Und tschüss. Stampf dir erstmal über deinen Acker. Und du weißt, wer hier das Sagen hat. Sie sind jetzt inkognito. Wuhu. Toll. Gegner können sie entdecken. Ich habe einen Waschbär entdeckt. Yay, Waschbärenpelz erhalten. Ach, ich hasse dieses lange Gereise hier durchs Grenzland, ne? Also, dass sie das so verpflichtend eingebaut haben, das ist halt echt ätzend. Ich meine, wäre das Grenzland optional, könnte man sagen, okay, ich möchte nach irgendwo hinreisen, einfach so. Wäre es okay. Aber eben hier durchlaufen zu müssen, finde ich nicht okay. Es hält nur auf. Was hast denn du zu sagen? Monsieur Connor, ein Vergnügen. Was führt euch her? Ich möchte dich etwas fragen. Warum ist dir die Revolution so wichtig? Seit ich mich auf dieses Abenteuer einließ, von all den Fürsten, Händlern und Soldaten, mit denen ich sprach, seid ihr der Erste, der mich das fragt. Wart ihr jemals in Frankreich? Nein, noch nicht. Eines Tages, wenn alles vorüber ist, lade ich euch nach Paris ein, zu mir und meiner Familie. Sie ist die schönste Stadt der ganzen Welt, Connor. Voller Kunst und Kultur, Frauen und Wein. Doch innen drin ist sie krank, schwarz und verfault. Aber ihr, hier ist es andersherum. Von außen sind die Kolonien schmutzig und gefährlich, unerbittlich und unzivilisiert. Aber innen strahlen sie. Und deshalb bin ich hier, um zu lernen. Wenn ich zurückkehre, will ich Frankreichs schwarzes Herz erneut zum Strahlen bringen. Marquis de Lafayette. Ah, Connor, was haltet ihr von meiner Arbeit bisher? Die Männer sind stärker. Fokussierter. Es ist gut, dass du hier bist. Zu freundlich. Gott weiß, meine Reise war äußerst unsicher. Wir haben viele eigenartige Dinge probiert, um hierher zu kommen. Ich kleidete mich als Frau, Connor, um britische Spione zu täuschen. Wusstet ihr das? Das ist mir neu. Als eine Frau, sagst du? Es ist wahr. König George hatte unsere Überfahrt bereits in Bordeaux gestoppt und drohte, mein neues Schiff, La Victoire, zu kapern und mich zu verhaften. Aber ich bin ein sturer Bock und ließ mich nicht davon abhalten. Also ritten wir nach Spanien und bezahlten dort für die Überfahrt. Georges Spione hatten uns auf Schritt und Tritt verfolgt. Eine Verkleidung war die einzig verbliebene Chance. Mon Dieu!
Niemand bezweifelt deine Hingabe. Du bist von unschätzbarem Wert für die Sache. Du tatest, was getan werden musste. Ich bin sicher, ich hätte dasselbe getan. Aber natürlich hättet ihr. Das ist das Mindeste. So, dann mal auf zur nächsten Mission. Wie mich die Wachen hier entdecken, weißt du, und dann greifen sie mich als nächstes an und dann töte ich unsere eigenen Leute. Wie dumm ist das denn? Hallo, Asim. Wir sollten unser Wissen mit Lee teilen, nicht mit Washington. Du denkst, ich bevorzuge ihn. Mein Feind ist eine Idee, keine Nation. Es ist falsch, Gehorsam zu fordern. Ob britische Krone oder das Templerkreuz. Und ich hoffe, dass die Loyalisten das auch lernen, denn auch sie sind Opfer. Du bist gegen Tyrannei, Ungerechtigkeit. Doch das sind nur Symptome. Die wahre Ursache ist menschliche Schwäche. Warum glaubst du, versuche ich dir deine Irrtümer aufzuzeigen? Du hast viel gesagt, ja. Aber gezeigt hast du mir nichts. Das sollten wir dann wohl ändern, nicht wahr? Sir? Hallo, Connor. Was führt dich her? Die Briten ziehen ihre Truppen aus Philadelphia ab. Sie marschieren nach New York. Nun gut. Ich schicke unsere Truppen nach Monmouth. Wenn wir sie erwischen, könnte sich endlich das Blatt wenden. Und was ist das? Private Korrespondenz. Natürlich privat. Interessiert dich, was draufsteht, Connor? Es scheint, dein teurer Freund hier hat einen Angriff auf dein Dorf befohlen. Wobei Angriff wohl noch freundlich ausgedrückt ist. Sagt es ihm, Commander. Wir erhielten Berichte über Indianer, die mit den Briten kooperieren. Ich gab den Befehl, dem ein Ende zu machen. Indem man ihre Dörfer niederbrennt und ihren Boden salzt. Indem man sie ausrottet, so wie es in dem Brief steht. Und nicht zum ersten Mal. Erzählt ihm, was ihr vor 14 Jahren getan habt. Das war eine andere Zeit. Der siebenjährige Krieg. Und da siehst du nun, was aus diesem so großen Mann wird unter Druck. Er sucht Ausreden, schiebt die Schuld von sich. Er macht wirklich sehr vieles, außer Verantwortung übernehmen. Genug! Wer was getan hat, muss warten. Mein Volk ist wichtiger. Dann lass uns gehen. Nein. Uns gibt es nicht mehr. Sohn. So weich erscheine ich dir? Dass mich Sohn zu nennen schon alles richten würde? Wie lange wusstest du schon davon? Oder soll ich etwa glauben, du hättest es gerade entdeckt? Meiner Mutter Blut befleckt vielleicht eine andere Hand, doch Charles Lee ist ein Monster. Und was er tut, macht er in deinem Auftrag. Eine Warnung an euch beide. Folgt ihr mir oder haltet mich auf, dann töte ich euch. Mann, so ein unsympathisches Arschloch. Ein Moment mal. Weißt du, hätte Haytham irgendwas erzählt, von wegen Washington hätte es getan, hätte Connor ihm nicht geglaubt. Also musste Connor es selber herausfinden. Aber Connor ist einfach zu arrogant, um sowas einzusehen. Connor ist einfach ein dummes Kind. Connor ist einfach so ein unsympathisches Kleinkind. Ich wünsch mir auch wirklich, dass Connor hier am Ende stirbt und nicht Haytham. Hey, jetzt komm her, du behinderter Scheißgaul. Ja, Connor ist einfach so unsympathisch. Ich bin wirklich dafür, dass man Connor abschafft und Haytham spielt. Also meinetwegen können sie auch Assassin's Creed 3 remaken und es komplett umbauen. Das wäre kein Verlust, wirklich. Das würde das ganze Spiel ja eigentlich besser machen. Thank you.
Weiter geht's. Näher ans Vor herankommen. Ach stimmt, die Force gab es hier ja auch noch. Die habe ich ja komplett fallen lassen. Keine Sorge, in Assassin's Creed 4 mache ich sowas auch noch. Force bzw. diese Seefestung. Und auch bei Assassin's Creed Origins, da gibt es ja auch so eine... Naja, nicht Force, sondern... Doch, das sind da glaube ich auch Force, beziehungsweise Befestigung. Ich sollte dafür sorgen, dass das Dorf sicher ist. Da sind ein paar viele Leute, ne? Versuchen, die Wachen dort zu erledigen. Oder ich gehe ins Dorf. Versuch's mal erstmal mit dem Dorf. So, Clanmutter. Radun hagedun. Za shewe, nekti ohnu jera. Wakano dunyu huwe dogati ga oya lungwe ayezene sege. Unka giga oya lungwe. De ohne gujesh, Charles Lee. Luanak dukwa, yashago yak dahawe, ganok dogu dano dohkarak ni hadi. Nahoda? Ka nuwe nyehonenu. Wak desago di dashtana, zini hadi, ayun kiyun hunda. Ja, ja, det kari hoyeri. Ona dera di desa ni gu hare. Ja, gon tak desa du hun doni ne giga, ne aya goderio. Ona ti as chaga ne, de dom zohun da kedas de. Den Angriff der Kanyenka mit unblutigen Methoden verhindern. Ah, die greifen jetzt selber die Wachen an, oder? Haha! Ach, Connor, du bist so eine Flasche, ne? Einer ist, glaube ich, noch hier unten. Ne, zwei sind sogar noch hier unten. Und einer ist schon da oben. Da ist er. Und ja, die wollen hier tatsächlich dieses Lager angreifen. Das, was ich auch überlegt hatte. Es ist nicht sein Bruder. Skana kana dogo. Adun hagedum. Was ist da nicht? Na hoda. Guego ha krori ne Charles Lee. Was triot de hona de honzonia in kia wanto. Dann noch ganz easy, I say, you know what is it? Atsoga tigarungwe. Wohanru zit is at nigora denyu. Sie ist der Nyanda des Gottes Nigoragani. Nicht sie ohne Gornunete, sie und Gornunete. Sie hat nur Skan, Giga. Connect die und Gornu Skan, sie hat Gornia Hesene, Asquia, dann nur Statzege. Dann ist sie Nigora die Hanto. Dann nur diese und Daxa, denn ne sind wir das Summa. Sadarissa. Und Gadorissa, nun an Zaheum. Ah!
Yao Tena, das ist ein Danzum, wenn sie gerade auch jetzt da ne. Reden geht um Charles Lee, Monmouth, Wasser der Hajib. Asagona, du Masse, sie noch holt ein Patriot, Reden den Juni. Jura Saga, Asagona, sehte. Oh, Doktor, geh ich am Oderio. Reden Dio, hat Quenium. Und wenn man geht, das immer. Oh, die hat dann am Staten geht. Iwe hre ya na wandu ta ingwa ya da nustadu ge. Ona wa sadresa yun jadaro. Sequenz abgeschlossen, oder? Ne. Wenn man es aber mal ganz böse betrachtet, ne? Connor führt ihr dazu, dass der Unabhängigkeitskrieg glückt. Was dann dazu führt, dass die Indianer so stehen, wie sie heute stehen. Also hat er gerade ganz schön reingeschissen. Hätte die Krone gesiegt, hätte es vielleicht anders ausgesehen. Vielleicht. Wobei, ne? Ist auch mal die Frage, wie es verläuft und wie man es betrachtet. Aber, was Connor getan hat, führt definitiv dazu, dass die Indianer unterdrückt werden. Ganz großes Kino. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.